Nur der Bauer, das liebe Vieh, eine Sense und eine Mistgabel. Die Landwirtschaft der Zukunft wünschen sich viele Menschen möglichst nah an der Natur. Doch einige Landwirte investieren gegen den Ökotrend lieber in Technik. Auch sie wollen Tiere und Umwelt schonen, mit Computern und Robotern. Die Agrargenossenschaft Sonnewalde ist eine Vorreiterin auf diesem Gebiet. Alle Kühe von Landwirtschaftsmeisterin Maria Bergener tragen einen Transponder. Der sammelt die wichtigen Daten über das Tier und schickt sie direkt an Herde. Ein Programm zum Milchviehmanagement. Bei 500 Milchkühen ist es schwer, sich alles merken zu können. Also das Herde sagt mir unter anderem, wann die Kuh besamt wurde, wann sie kalben muss, wann Untersuchungen anstehen, wie viel Milch sie gegeben hat und wie viel Milch sie geben wird. Aber Bergeners Computer kann auch mehr. Ein Aktivitätsmesser meldet, wenn eine Kuh brünstig ist. Ein Computerprogramm berechnet anhand der Milchmenge den Futterbedarf. So weiß Bergener immer, was ihre Tiere brauchen und kann sie optimal versorgen. Und Tiere, die so gehalten werden, fühlen sich wohler und werden seltener krank. Das ist jedenfalls eines der Versprechen des Precision Livestock Farming, wie die automatisierte Tierhaltung im Fachjargon heißt. Auch Henry Schoppe arbeitet bei der Agrargenossenschaft Sonnewalde. Er praktiziert Precision Farming auf dem Feld. Sein Traktor misst mit Hilfe eines Sensors, wie viel Dünger die Pflanzen brauchen. Der Düngerstreuer bringt dann die optimale Menge automatisch auf dem Acker aus. In der Theorie. In der Praxis verrechnet sich der Traktor manchmal. Wenn wir jetzt hier in dem Bestand messen werden, werden wir einen sehr hohen Stickstoffbedarf messen. Aber das liegt nicht daran, dass im Boden zu wenig drin ist, sondern das liegt zurzeit mehr daran, dass zurzeit eben sehr, sehr trocken ist. Das ist die Krux an der Technik. Sie verlässt sich auf die einprogrammierten Referenzwerte. Aber nur ein Landwirt wie Schoppe weiß, welche Faktoren diese Werte verfälschen können. Deswegen ist es auch so schwer zu sagen, ob Bauern durch Precision Farming tatsächlich Düngemittel oder Pestizide einsparen können. Oder ob Precision Farming nur ein neuer Werbebegriff von Saatgutfirmen wie Monsanto ist, um mit Nachhaltigkeitsthemen ihr Image aufzupolieren. Tatsache ist, viele Verbraucher misstrauen heute der Intensivlandwirtschaft. Und die Agrarindustrie verpasst ihrer Branche mit Precision Farming einen zeitgemäßeren Anstrich. Auch der Landmaschinenhersteller Amazone arbeitet gemeinsam mit Bosch und der Hochschule Osnabrück an der Umweltverträglichkeit seiner Geräte. Der Bonirob ist kleiner und wendiger als herkömmliche Landmaschinen. So soll er Böden schonen und jede Pflanze individuell umsorgen und abernten. Ziel ist, dass wir sorgfältig mit unseren Ressourcen umgehen können und dass das letzten Endes eine Landwirtschaft ist, die in Zukunft in besserem Einklang mit der Natur und mit unseren Ressourcen ist. Das klingt natürlich gut, beantwortet aber nicht die Frage, ob mehr Technik die durch industrielle Landwirtschaft und Tierhaltung erst verursachten Probleme tatsächlich lösen kann. Denn in erster Linie ist Precision Farming eine Weiterentwicklung und Verfeinerung des alten Systems. Und das steht unter großem Veränderungsdruck, weiß auch Harm Drücker von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Zukunft der Landwirtschaft wird auch immer mehr und mehr politisch oder gesellschaftlich geprägt. Ja, ich sag mal, die Gesellschaft verlangt auch einfach von der Landwirtschaft, dass man nachhaltig mit ihr umgeht und nachhaltig auch mit den Ressourcen umgeht. Und das Precision Farming natürlich ein ganz wichtiger Baustein. Der Ressourcenbedarf der Landwirtschaft, also Wasser, Acker und Weidefläche, ist gewaltig und wird mit dem globalen Bevölkerungswachstum weiter steigen. Deshalb ist jeder Versuch, die Lebensmittelproduktion auf dem Feld oder im Stall effizienter zu gestalten, zu begrüßen. Hierfür ist Precision Farming in erster Linie ein neues Werkzeug. Es kann die Landwirtschaft zum Positiven revolutionieren, es kann aber auch der Auftakt zu einer neuen Dimension automatisierter Monokulturen und Massentierhaltung sein.